Recording in progress. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu der zweiten Veranstaltung unserer Ringvorlesung. Vielleicht waren Sie letztes Mal schon da, da konnten Sie mich als Redner hören. Heute habe ich die besondere Ehre, unseren Gast einzuführen, Herrn Professor Markus Hölzle. Er beschäftigt sich, wie ich, mit Elektrochemie. Er ist im Augenblick Leiter hier des Standorts Ulm, des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung. Er ist selber Chemiker von der Ausbildung, hat hier in Ulm im Fach Elektrochemie promoviert, ging dann nach Ludwigshafen und war gleich zu Beginn Laborleiter für die Entwicklung von Katalysatoren für Brennstoffzellen und für petrochemische Produkte. Dann hat es ihn nach Westen gezogen, in die USA. Dort war er in Houston, Texas, Business Manager für Katalysatoren am Standort dort. Und als er wieder zurückkam, war er im Jahr 2009 gewissermaßen einer der Männer der ersten Stunde, was die Batteriematerialien bei der BASF anging. Dann ging es weiter nach Osten. Im Jahre 2013 hat er in Tokio die Leitung der Asia Cathode Materials, also praktisch die Geschäfte im Bereich Kathodenmaterial in Asien übernommen und geleitet. Und zurück war er dann bis zum Jahre 2020 Leiter der Entwicklung Batteriematerialien bei der BASF. Wir haben uns alle sehr gefreut, dass wir ihn gewinnen konnten, hier nach Ulm zurückzukommen. Und seit Oktober 2020 ist er Mitglied des ZSW-Vorstands und Leiter des Geschäftsbereichs elektrochemische Energietechnologien in Ulm. Und damit verbunden ist auch eine Professur für elektrochemische Energiespeicherung und Energiewandlung an der Fakultät für Naturwissenschaften hier an der Uni Ulm. Ich freue mich auf den Vortrag. Das Wort hast du, lieber Markus. Vielen Dank, Maximilian. Ich freue mich auch hier zu stehen und zu tagen wie heute. Weiß man, was man in Ulm hat. Ja, November mit 6 Sonnenstunden und leichten Schnee noch mitgeliefert. Ich war jetzt schon ein bisschen in der Provinz unterwegs bei der Firma Gardena. Also Landstraßen waren noch viel schlimmer, querstehende LKWs und alles. Aber ich habe gelernt, dass Gardena das Hauptproblem, was sie haben, ist Batterien im Moment. Ja, also so die Husqvarna ist es ja, gehört zu Husqvarna. Die Kettensägen laufen nicht lang genug, die Rasenroboter laufen nicht lang genug. Also Batterien haben so einen Einzug in unser Leben gefunden, hatte Maximilian Fichtner viel erzählt letztes Mal, ist ein Teil von meiner Präsentation. Ich habe es ein bisschen umfassender diktiert bekommen, das Thema Technologien für eine CO2-freie Zukunft. Wenn ich alles wüsste, würde ich nicht hier stehen, wäre ich Unternehmensberater, wäre ich und ja, könnte die Bundesregierung beraten, andere Organisationen, wie man denn dahin kommt zu dem, was man sich vorgenommen hat. Europa möchte 2050 CO2-neutral werden, Deutschland macht es ein bisschen besser, 2045. Und selbst das Land Baden-Württemberg, das überhaupt nicht gut aufgestellt ist für so eine Aktion, hat sich vorgenommen, 2040 sind wir CO2-frei. 2040 ist übermorgen. Ist ein bisschen hin, aber nicht mal 20 Jahre, nicht mal eine Generation. Und wir sind CO2-frei. Das hat die Politik vorgegeben. Ja. Jetzt war ich lange in der Industrie tätig bei BASF. Maximilian hat es gesagt. Die BASF hat es immer geliebt, liebt es immer noch, Strategien zu machen. Was macht man für eine Strategie? Man definiert zuerst mal das Ziel. Das Ziel haben wir CO2-Freiheit 2040, 45, 50. Das Zweite ist, man definiert den Weg dahin. Wie komme ich dahin? Ja? Und diese Diskussionen, die laufen gerade so ein bisschen abgebildet im neuen Koalitionsvertrag, Diskussionen mit der Landesregierung. Wir hatten gerade Nachmittag das Umweltministerium Baden-Württemberg hier den Amtschef. Also war mal ganz interessante Diskussion. Viele offene Fragen, viele Lösungsansätze. Und so ein bisschen wird mein Vortrag drum rumkreisen. Wenn man eine Idee hat, wie man da hinkommt, was macht man dann? Man definiert in der Wirtschaft den Business Case. Was kostet es mich? Was bringt es mir? Also auch das ist nicht ein Faktor. Wie teuer wird der Strom werden? Was kann ich mir noch leisten? Muss ich mich einschränken? Also auch gesellschaftspolitische Faktoren spielen da rein, zu denen die Professoren der Naturwissenschaften nicht unbedingt sprechen können. Da müssen wir dann die Philosophen ein bisschen bemühen. Ist auch ein Vortrag, ist ja in der Ringvorlesung, ist ja auch zu dem Thema auch gedacht. Es wirklich auch eine gesellschaftliche, sozialpolitische Komponente hat, die man nicht vergessen darf. Wenn ich dann weiß, was es kostet, dann definiere ich die Organisation, wer macht's, ja, und dann kann ich loslegen. Und irgendwo zwischendrin sind wir. Und ich habe den Vortrag heute so ein bisschen aufgebaut, dass ich ein bisschen zwischendrin immer wieder auch erzähle, was das ZSW zu diesem Thema macht. Weil das ZSW leistet da wirklich Beiträge an vielen Ecken und Enden. Es wird ein Flickenteppich bleiben, aber es soll ein Gefühl geben,
was alles gehen kann die nächsten 2, 5, 10, 20 Jahre. Und ich persönlich bin ein durchaus optimistischer Mensch, bin zwar Schwabe von Geburt, aber trotzdem optimistisch. Das passt nicht immer so hier, aber in meinem Fall ist es so. Und eine Botschaft, die Sie hoffentlich rauslesen werden, ist, wir können das schaffen. Also noch nie waren die Voraussetzungen so günstig. Noch nie war grüne Energie so günstig wie heute. 5 Cent und noch weniger Cent pro Kilowattstunde von der Stromerzeugung. Noch nie war die Politik und die Gesellschaft so gewillt, diesen Weg zu gehen, gemeinsam. Noch nie war so viel Geld im Umlauf, dass irgendwelche Anlagemöglichkeiten sucht, die besser sind als minus 0,5% Verwahrzinsen bei der Bank. Das sind 3 Voraussetzungen, die hat man vor 20 Jahren nicht gehabt. Als ich angefangen habe, der BASF und gleich mit Daimler zusammen Brennstoffzellenfahrzeuge gebaut hatte, war das kein Thema. Es war eine Idee und vielleicht ganz gut, aber CO2-Freiheit wollte damals, kannte damals gar niemand. Wasserstoff damals schon ein unbekanntes Wesen. Ja. Maximilian hat es ein bisschen beschrieben in seinem Vortrag. Immer noch ein unbekanntes Wesen. Batterien damals überhaupt kein Thema. Heute sind sie da. Ja. Also die Welt ist schnelllebig. Ist gut, wirklich gut in Energiefragen. Die Welt ist schnelllebig in anderen Fragen. Ab und zu ein bisschen so overruling for us. Aber es geht ganz gut, werden Sie sehen. So, jetzt zappen wir mal durch. Wenn ich das zum Laufen kriege hier. Tück, 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 nicht gut. Geht hier was? Geht auch nichts. So. Deswegen, ich wollte es einfach mal vorstellen, dass Sie es mal gesehen haben, Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung war in den vor 30 Jahren hier so ein großes Ding, auch auf dem Eselsberg in Ulm, als so ein bisschen Leben hier reinkam. Das war bis dahin eine medizinische Hochschule mit angeschlossenen Naturwissenschaften. Ja. Dann kam die Frau Bräuning, hat ein bisschen philosophischen Geist eingehaucht. Ich habe auch 2 Scheine noch damals gemacht in Philosophie, als alles ganz neu war. Aber wichtig war, dann kam Lothar Späth und hat gesagt, das geht alles viel zu langsam, wir brauchen besseren Technologietransfer. Wir brauchen hierzu schlagkräftige Landesinstitute, zum Beispiel das ZSW, das sich da Themen Windenergie, Photovoltaik, Batterien, Wasserstoff, Brennstoffzellen und so weiter annimmt. Vor 30 Jahren, das werden die junge Generation kann es gar nicht mehr so nachvollziehen, aber die Gruftis hier wissen das, das war ganz esoterisch alles. Eine Solarzelle war gut genug von Satelliten, Wasserstoff war irgendwie in der Raffinerie, in der Chemie, da macht man nichts damit. Und Batterien, es gab Nickel-Metall-Hydrid-Batterien, es war das High-End, mehr gab es damals gar nicht, Lithium-Ionen gab es damals noch gar nicht, nur mal ein Gefühl zu vermitteln, was da alles passiert ist. Das machen wir alles und als Institut gehören wir zu einer ganzen Reihe von Instituten, die dem Land Baden-Württemberg quasi unterstellt sind, dem Wirtschaftsministerium, Frau Hofmeister Kraut. In Ulm sind es 3 Stück, wie man sieht, also ist im Prinzip das ZSW als alt eingesessen, Institut für Laser in der Medizin, diese Richtung, so irgendwie 300 Meter. Ein ganz neues, eine Gründung von Hans Schickert. Hans Schickert ist schon präsent in Villingen und Freiburg. Die bauen jetzt quasi eine Außenstelle in Ulm. Sieht so ein bisschen, in Summe sind es 1500 Mitarbeitende, davon schon mal 350 im ZSW. Also wir sind eines der großen Institute dort. Das ZSW ist ein geteiltes Institut, Stuttgart und Ulm, ist mal in Stuttgart gegründet worden. Das hat dem damaligen Professor Witschel nicht gefallen. Wenn man Witschel kennt, weiß, was es heißt, wenn ihm was nicht gefällt, hat er so lange an den Behörden da geboren, an den Ministerien, bis er einen Teil nach Ulm bekommen hat, war auch der erste quasi Geschäftsbereichsleiter in Ulm hier. Ist ja immer noch am Leben und bei guter Gesundheit. Ich habe neulich mit ihm mal getroffen. Er war auch mein allererster Professor an der Universität Ulm. Erste Stunde, Montagmorgens, Mathematik für Chemiker. Witschel betritt den Raum mit den Worten, unvergessen, schauen Sie sich Ihren Nachbarn zur linken und zur rechten Seite genau an. Die Chance, dass Sie ihn nach einem Semester wieder treffen, ist kleiner als 50%. Und er hat mit seinen Mathe-Klausuren auch dafür gesorgt, dass es eingehalten wurde. Ja. Also es war, wie gesagt, er hat auch Gutes getan, ist ZSW gegründet. Alles gut, also sehen Sie das positive Anekdote. Und was daraus geworden ist, sehen Sie hier 2 Standorte in Ulm. Einer hier unten Richtung Wanderparkplatz runter, einer am anderen Ende des Science Parks, weil eben unten, wie gesagt, Richtung Blutspendenzentrale einfach hier dann kein Wachstum mehr möglich war. In Zahlen ausgedrückt ist es ZSW eigentlich so in Ulm, eine mittelständische Firma, 200 Mitarbeitende, knapp 25 Millionen Umsatz. Dieses Jahr verbauen wir noch 25 Millionen, also geht richtig was ab im Moment. Und ich bin, also wir sind nicht allein in Ulm, das möchte ich auch nochmal schließen. Wir haben in Ulm eigentlich alles, was man braucht, um als Elektrochemiker glücklich zu sein. Ja? Als ich in Ulm promoviert wurde, 25 Jahre zurück, gab es einen Professor Kolb, der leider schon verstorben ist. Das war die erste elektrochemische Neuberufung seit 15 Jahren in Deutschland. Und ich war sein dritter quasi Doktorand, der durchgekommen ist. Also sind alle durchgekommen. Ich war Nummer 3 eben. Und es war alles ganz neu. Heute sind es hier 400 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Bereich Elektrochemie. Beginnend von den Grundlagen in der Uni, über das Helmholtz-Institut, teilweise angewandt schon, ZSW nur angewandt. Und auch die Technische Hochschule Ulm, die jetzt hier oben ist seit einem Jahr,
macht auch sehr viel in Richtung Demonstratorenfeldtest. Also hier soll ich eine superkritische Masse, 400 plus, ja, das ist ein Wort von einer Stadt mit 120.000 Einwohnern, muss noch ein bisschen im Marketingkonzept arbeiten, dass wir das besser auf die Straße kriegen, nach Ulm auch bekannt machen als quasi the place to be für alle, die was im Bereich Elektromobilität, Batterien, Brennstoffzellen und so weiter machen wollen. Beginnend von theoretischer Modellierung bis hin zum System kaputt machen, indem man Nagel reinrammt. Alles kann man hier machen. ZSW hat bei den Batterien auch die gesamte Breite da, beginnend vom Material bis hin, wie gesagt, zum Systemtest, zum auch zum zerstörenden Systemtest, Recycling, Digitalisierung, KI ist alles vorhanden bei uns. Von den 200 Wissenschaftlern, die wir haben, sind 100 bei den Batterien. Und bei den Brennstoffzellen sind wir fast so gut aufgestellt. Also Recycling haben wir noch im Moment kein Thema, ist aber bei Brennstoffzellen deutlich einfacher als bei Batterien. Da müssen die Unis und Institute gar nicht so viel machen. So, genug ZSW. Jetzt kommt die Energiewende und ihre Herausforderungen. Das wird, glaube ich, so ein Evergreen sein durch alle Vorträge hindurch, den nur der Professor Rademacher am Schluss auflösen kann, glaube ich. Aber ich zeige mal ein bisschen so die Herausforderungen und einfach ein paar Lösungsansätze. So, die Herausforderung ist hier einfach mal gezeigt. Wir haben viel zu viel CO2-Emissionen und haben die so graduell runterbekommen im Laufe der Jahre, primär über Energiewirtschaft. Alte Braunkohlekraftwerke sind rausgegangen. Das war einer der Haupttreiber nach der Wiedervereinigung. Wo nichts passiert ist, hatte Maximilian auch schon gesagt, letztes Mal ist zum Beispiel Verkehr. Verkehr emittiert immer gleich viel CO2. Warum ist es so? Ganz einfach, die Motoren werden immer besser, immer effizienter. Das ist wirklich richtig. Was macht der Verbraucher? Er kauft sich ein SUV statt ein normales Fahrzeug. Er kauft sich 2,4 Liter statt 1,8 Liter. Und schwupp ist es alles weggefressen. Also man tut ja ein bisschen der Autoindustrie unfair, wenn man sagt, die haben es nicht hingekriegt. Sie haben sehr viel hinbekommen. Aber der Verbraucher hat einfach die Freiheit besessen, sich anders zu orientieren, das Ganze quasi wieder wegzunehmen. Deshalb ist im Verkehr wirklich nichts passiert. Deshalb gibt es gerade viel Druck auf den Verkehr. Und wir haben das letzte Mal gehört, Batterien ist im Prinzip die einzige Lösung, die verfügbar ist und die wird ihren Weg auch machen. Aber wie gesagt, es gibt ein Klimaschutzgesetz seit diesem Jahr. Das ist ganz interessant. Das ist ein Gesetz, das bereits da ist und es so ein bisschen zeigt, wo man hin möchte in Deutschland. Also 2050 ist dann einfach nichts mehr da, sogar negativ. Und ganz wichtig ist unten, Paragraph 8, wenn die Ziele nicht erreicht werden, wird jedes Jahr nachkorrigiert. Das ist ganz interessant, also fast schon chinesisch, wo das Zentralkomitee jedes Jahr dann nochmal die Hebel neu dreht. Das ist in der Vergangenheit nicht passiert. Das hat dazu geführt, dass mal die Windenergie überfordert wurde und untergefordert. Das war immer so ein Auf und Ab. Das versucht man jetzt besser zu machen, diesen strategischen Pfad eben ganz genau zu folgen. Ob es funktioniert, muss man mal gucken. Es ist das erste Jahr, wo das Ganze läuft. Und es ist ja relativ klar, was Sofortprogramm heißt. Noch mehr Geld reinwerfen, noch mehr Subventionen, um eben dann so ein Ziel nachzuziehen. Muss man gucken, was da finanzierbar bleibt. Die Ziele sind verwirrend und sind durcheinander und sind vor allen Dingen hoch. Also wir müssen einfach jetzt im Verkehr, wo 20 Jahre nichts passiert ist, in den nächsten 20 Jahren Emissionen einstellen. Heißt dann im Prinzip, also kein Verbrennermotor oder wenn, dann nur mit einem CO2-freien Kraftstoff. Maximilian Fichtner ein bisschen vorgerechnet, das wird nicht einfach. Ansonsten haben wir alle ein neues Auto in 20 Jahren. Ja, muss jedem klar sein. Alle ein neues Auto. Alle die schönen Hakenzeichen, diese Oldtimer-Autos, 850.000 in Deutschland, laufen dann mit Benzin für 6 Euro oder laufen eben nimmer. Kein Traktor mehr, der irgendwie kein Feuerwehrauto mehr ist. Das ist einfach mal klar machen, eine Dimension. Ja. Jetzt muss man sich wirklich mal klar machen, was es heißt, wenn wir in 20 Jahren kein CO2 mehr emittieren wollen. Und das ist der Weg dahin. Keine Gasheizung mehr zu Hause. Heute kein großes Thema, ist aber ein Riesenthema, Gebäudeheizung zum Beispiel. Ja. Flugzeug, was machen wir da? Fliegen wir alle nimmer, ich glaube, hat keine Lust drauf. Ja. Wir müssen Lösungen her, also viele offene Fragen. Wie schließen wir die Lücke? Also wie kommen wir da hin? Wie können wir einfach jetzt ganz schnell runterkommen mit den CO2-Emissionen? Und dazu kann ich eigentlich nicht mehr bieten als Anregungen, aber das möchte ich auch tun und einfach mal zeigen, dass es wirklich viele, viele Sachen gibt, die am Laufen sind und die man vielleicht allen einfach nur beschleunigen muss, ausbauen muss, jeder mitmachen muss und verschiedene Dinge vielleicht auch ein bisschen out of the box, wo man noch Dinge einfach lösen kann, die im Moment unlösbar erscheinen. Also zuerst mal, wir müssen einfach zubauen, erneuerbare Stromerzeugung. Wir sind ganz stolz auf unseren 50% grünen Stromanteil, da habe ich auch noch eine Grafik dazu. Es hat uns 20 Jahre gebraucht, 20 Jahre, ja, um 50% des Stroms grün zu machen. Hat uns alle Steuerzahler oder Stromkunden über die Stromrechnung 300 Milliarden gekostet. 50% grüner Strom, 300 Milliarden. Nur mal ein Gefühl zu geben für so eine Hausnummer. Ja. Das alles muss jetzt viel, viel schneller laufen. Wir müssen zubauen. Also einfach, das, was immer nur geht. Das ist vor allem die Photovoltaik, hier wie immer gelb gezeigt. Immer schon Laserpointer, Entschuldigung.
Also wir müssen dann Zeigoptionen, Laserpoint. Was gelb ist, ist die Sonne, Photovoltaik wird dominieren, weil Photovoltaik die günstigste Form der Stromerzeugung ist. Wir sehen unten auch, da ist schon ein bisschen im Windersatz drin, alte Windräder raus, neue Windräder rein, da geht schon los mit Ersatzinvestitionen. Zum Glück halten die Solarzellen deutlich länger als gedacht, fast 50 Jahre, da wird man nichts ersetzen müssen, da kann man aber dann einfach beschleunigt zubauen. Also bauen, 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 was hier dran steht, diese 4.000 bis 5.000 Megawatt Wind sind zum Beispiel, ja, 1.000 Windräder pro Jahr, die wir in Deutschland bauen müssen. Einfach pro Jahr. Und diese 4.000 bis 5.000 Megawatt Wind machen formell so viel Energie wie das Kernkraftwerk in Gundremmingen, das jetzt Ende des Jahres rausgehen wird. Das hat zwar nur 1.300 Megawatt, dafür läuft es 8.000 Stunden, während so ein Windrad eben nicht immer läuft. Also in den nächsten zwei Jahren, wenn wir aus der Kernkraft aussteigen werden, was da Gesetz ist, wird der Zubau an regenerativen Energie gerade reichen, die CO2-freie Kernenergie zu ersetzen. Und danach können wir Fortschritte erzielen. Also einfach auch so ein Thema. Jeder Wandel ist eben dann wirklich ganzheitlich zu betrachten. Jetzt machen wir die ganzheitliche Betrachtung mal. Und zwar gucken wir nicht nur auf den Strom, wir gucken auf die gesamte Primärenergie in Deutschland. Also wir sind Strom gewohnt, aber wir fahren immer noch mit Benzin und Diesel. Wir heizen unsere Häuser typischerweise mit Erdgas, zumindest 100 Grad. Und Fernwärmenetz, der Fuck hier dranhängt. Und wie sieht es da aus? Also wir haben in der Energieversorgung von Deutschland Primärenergie, Elektronen und Moleküle. Das ist alles, was wir haben, ist alles, was wir brauchen. Mehr ist es nicht. Ja? Also Elektronen ist Strom, ist ganz einfach. Davon ist die Hälfte grün, haben wir schon diskutiert. 500, 600, gibt es ein paar Zahlen, eher 600 im Moment. Ja, 500 war das Corona ja letztes Jahr. Dieses Jahr ist der Grünanteil ein bisschen geringer geworden, wieder, weil wir mehr Strom verbrauchen. Lauter so Dinge, aber einfach mitnehmen. Strom, 500 Terawattstunden. Es kommen aber, Stand heute, Moleküle dazu, Öl und Gas, 2000 Terawattstunden. Ja, also über Strom reden, ist es nur ein kleiner Bruchteil von dem, was wir haben in Deutschland. Nämlich im Prinzip, sehen Sie ja, 20%. Von den 20% haben wir die Hälfte grün. Die andere Hälfte ist grau in grau, also Öl und Gas ist in dem heutigen Bild der CO2-Emissionen alles grau. Müssen wir ran, was machen wir? Zuerst mal den Strom 100% grün kriegen, also wir brauchen doppelt so viel Windräder, wir brauchen doppelt so viel Solar, um nominell alles grün zu bekommen. Da man aber Strom dann noch speichern muss, vielleicht im Winter mal und so, und der Speicher Zyklus nur mit 50% Effizienz läuft, brauchen wir eigentlich fast dreimal so viel Stromerzeugung der grünen Art, wie wir heute haben. Stellen Sie sich darauf ein, dreimal so viel Windräder, dreimal so viel Solar. Dann ist der Strom grün. Dann haben wir immer noch dieses Riesenfeld hier, das nicht grün ist. Ja? Was machen wir damit? Ich habe es mal reingeschrieben, Wasserstoff, kann man wild diskutieren. Oder wir ziehen den Strom ein bisschen rüber. Das muss man sagen, alles mehr Strom bitte, die Gasheizung raus, eine Wärmepumpe rein, strombasiert, das Benzinauto weg, ein Elektrofahrzeug rein, strombasiert. Also wir können diesen Bereich hier vergrößern. Und diesen Bereich kleiner machen. Bekommen wir diesen Bereich weg? Ich glaube es nicht. Deutschland war noch nie unabhängig von Energieimporten, würde es auch nicht sein, weil wir einfach so einen hohen Energieverbrauch hier haben durch die hohe Industrialisierung und durch die hohe Bevölkerungsdichte. Wir haben wenig Flächen, um wirklich so viel zu machen. Wir werden irgendwas importieren müssen. Und wenn es eben CO2-frei sein soll, ist es Wasserstoff. Gibt es noch, denke ich mal, viel zu diskutieren. Wir sehen es zumindest so im ZSW. Wir hatten heute das Umweltministerium da, die Anleitung. Die haben das überraschenderweise auch so gesehen. Es ist, glaube ich, Common Sense, dass wir in Deutschland nicht energieneutral werden können. Wir werden immer was importieren müssen. In dem Rechnung sind es nicht mehr 70%, sind es nur noch 50%. Kann man auch ein bisschen weniger durch Effizienzsteigerungen. Aber wir werden nicht ganz unabhängig werden von Energieimporten. So, wie können wir jetzt schaffen, dass dieses Ding hier möglichst groß wird? Dass wir es möglichst viel im Lande selber machen können und möglichst wenig importieren müssen. Und jetzt zeige ich mal ein paar Beispiele hier am ZSW. Also mal ganz ein bisschen abgedreht, künstliche Intelligenz im Windpark. Wir machen da Windforschung, die Kollegen in Stuttgart. Die Kollegen in Stuttgart machen sehr intensiv Photovoltaikforschung. Wir gehen mal ein über die Technologie und eben neue Flächen für Photovoltaik. Wir reden über Wasserstofferzeugung, auch da haben wir Projekte laufen. Wir reden über Batterien und wir reden über Brennstoffzellen. Alles, was das ZSW so in Summe macht, gibt Ihnen mal so ein paar Ideen, was überall so läuft. Da gibt es noch viel, viel mehr Projekte von anderen Instituten natürlich. Aber es soll auch ein bisschen zeigen, dass man da wirklich was machen kann und auf einem guten Weg ist. Das ZSW baut gerade ein Windtestfeld auf in Stötten bei Geisling. Ich weiß, wer die Location kennt. Das ist also richtig schön kalt und windig. Ja? So am Alprand, wo der Wind da mal ganz unstetig bläst. So, die Windräder werden nächstes Jahr gebaut werden. Nach wie vielen Jahren Planung? Wer hat eine Idee, wie lange man sowas plant heutzutage? Ah, 7. So schlecht sind wir auch nicht. Jedes Windrad braucht 7 Jahre Planung. Ja. Wir hatten am Schluss ein Jahr verloren, weil eine Bürgerinitiative aus Hannover eingesprochen hat.
Wir haben die Bürgerinitiative überzeugt, dass wir das Windrad nicht so hoch bauen, dass es in Hannover gesehen wird. Ja, aber Sie können heute als Bürgerinitiative, egal wo Sie sind in Deutschland, gegen jedes Windrad einsprechen. Super, gell? Sie erinnern sich dran, die neue Regierung hat sich vorgenommen, den grünen Strom zu verdoppeln in 4 Jahren. Genehmigungszeiten 7 Jahre, viel Vergnügen. Ja? Also da muss man ran an die Genehmigungszeiten, ist unser Thema hier. Aber wir haben es am eigenen Leib erlebt, wie sowas ist. In 7 Jahren gehen natürlich die Preise hoch und alle möglichen Geschichten. Ja? So was machen wir. Im Moment haben wir da 2 Messmasten stehen. Und da haben wir ein paar hochauflösende Kameras drauf und schauen uns die Vögel an. Ja? Der Feind des baden-württembergischen Windrades ist der Rotmilan. Nicht falsch verstehen, ja. Also Rotmilan ist immer ein Thema, wenn Sie ein Windrad aufstellen. Dummerweise hat Baden-Württemberg die höchste Population an Rotmilan-Paaren, nämlich 4000. Der Rotmilan ist ein Zugvogel, ist im Winter gar nicht da, im Sommer ist er eben da und ist ein beliebter Klagegrund gegen Windräder. Ich glaube, selbst wenn man Windräder baut hier, so viel Rotmilan hat man noch gar nicht gefunden vorher. Ja? Also es ist wirklich ein Thema in Baden-Württemberg spezifisch. Was man erwartet ist, dass solche Windräder dann an gewissen Tagen gar nicht laufen, wo der Rotmilan richtig aktiv ist und Junge füttert. Und vor allen Dingen, dass es eben keine Kollisionen gibt mit Rotmilanen. Ja? Und genau das guckt sich das ZSW an. Das tun wir, Rotmilane werden besendet, die Flugbahnen werden angeguckt und die Idee ist jetzt ein Kamerasystem zu entwickeln, das über künstliche Intelligenz erkennt, wenn der Rotmilan aufs Windrad zufliegt. Und dann sage ich es mal ganz salopp, dass das Windrad die Flügel anlegt und nicht der Rotmilan. Ja? Das ist die Idee hinten dran. Und da sind wir jetzt gerade dabei, das auszuarbeiten. Ganz interessant über neuronale Netze, über künstliche Intelligenz. Also die Kameras schießen 10.000 Fotos. Die werden dann von Hand ausgewertet. Ist es ein Vogel, ja oder nein? Erstes Mal ist es ein Drachenflieger, irgend sonst was, ein Segelflugzeug. Wenn die Vögel mal da sind, dann gibt es einen Ornithologen und der macht dann mal ein richtiges Labeling. Ist es ein Rotmilan, ist es eine Spatze, ist es ein irgendwas, ja? Und das Ganze wurde in eine Datenbank eingepflegt und dann wurde es eben über maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz verfeinert. Das, und das ist eben das Ziel, die Kamera dann in der Zukunft auf 700 Meter Entfernung erkennt, im Moment sind wir bei 400 Metern, mit einer Präzision von 99%, da kommt ein Rotmilan angeflogen, also drehe ich meine Flügel bei. Ja? So, dazu helfen, Akzeptanz von Windrädern zu erhöhen, Klagegründe gegen Windräder abzuschmettern. Ist eine ganz Nischenforschung, kann man sagen, ist aber mit einer großen Wirkung, vor allen Dingen für Süddeutschland, wo wir eben viele Rotmilane haben. Also es kann Ihnen ein Jahr Bauzeitbeschleunigung bringen, wenn Sie sagen, ich habe ein System installiert am Windrad. Das ist eine Kamera, die erkennt es und legt die Flügel an. Wie gesagt, nur von März bis Ende September, Oktober ist der Vogel weg. Im Winter können Sie dann ganz normal betreiben. Also gibt es ein paar Ecken, die man so gar nicht kennt, aber wir werden eben viel, viel mehr Wind benötigen. Wir werden auch viel, viel mehr Sonne benötigen. Von daher, jedes Dach ist gut genug für Solar, aber auch jede vertikale Fläche ist gut für Solar. Warum nicht nur aufs Dach und nicht an die Gebäudeflächen? Hier sehen Sie unser ZSW-Gebäude in Stuttgart, das extra quasi um die Solarzelle rumgebaut wurde. Also da ist Solar auf dem Dach und Solar an 3 Gebäudeseiten. Und das Schöne ist halt, wenn Sie die Gebäudeseite haben, dann haben Sie hier, wenn die Sonne morgens aufgeht, dann strahlt sie quasi senkrecht auf das Solarpanel, haben Sie maximale Ausbeute. Mittagszeit ein bisschen weniger, abends wieder ein bisschen mehr. Dafür haben Sie eine Mittagszeit auf dem Dach eine höhere Ausbeute. Und in Summe haben Sie einen wunderbaren Sonnenertrag, den Sie eben sonst nicht haben, wenn Sie Ihre Solarzellen nur ins Feld stellen. Also ist eine sehr schöne Sache. Und im Gebäude hier ist quasi sind die Büros untergebracht. Dort können wir an normalen Tagen, das muss gar nicht so richtig heiß und sonnig sein, kann man schon den Energiebedarf decken über die Photovoltaik, und zwar im Gebäude, vor allem an den Seitenflächen, nicht nur auf dem Dach. Und das macht das ZSW Lehrgänge für Architekten, dass die mal wissen, dass sowas gibt und wie sowas aussieht und was man da hat. Und viele Diskussionen habe ich dann in DIN-Norm irgendwann, dass halt das Solarpanel eine gewisse Größe hat, damit billig wird. Brandschutz ist ein beliebtes Thema. Integrationsgebäude, kann man da farblich was machen? Also viele Themen, aber die Botschaft ist, Photovoltaik ist heute nur auf dem Dach, kommt vielleicht in Zukunft auch in die Gebäudeflanken ran und kann damit eine sehr viel größere Effizienz haben. Warum ist Photovoltaik so interessant? Weil die Kosten ins Bodenlose gefallen sind. Also es ist ein Beispiel, dass man das Mikroelektronik kennt. Ja, also so alle 2 Jahre verdoppelt sich die Speicherdichte von Speichern. Die Kosten gehen zur Hälfte runter. Ist bei der Photovoltaik eigentlich genauso gelaufen, kann man sagen. Gibt hier mal so einen kleinen Gap hier zwischendrin. Was war da passiert? Damals war Deutschland Nummer 1 weltweit. Und die Forderung war bei 12 Cent. Da hat keiner Bock gehabt, die Kosten zu senken für Solarmodule. Wirklich. Ja. Und dann ging es eben nach China und die Chinesen haben weitergemacht und die Kosten runter und die Mengen hoch. Und die Kurve ist hier nicht am Ende. Das ist die Botschaft. Was zeigt uns die Kurve heute? Die Kurve zeigt uns in Deutschland Freiflächen Photovoltaik, Gestehungskosten 5 bis 7 Cent pro Kilowattstunde. Heute.
Solarpanel in Saudi-Arabien aufgestellt, 1,3 Cent je Kilowattstunde. 1,3 Cent Gestehungskosten je Kilowattstunde Strom. Es gibt nichts Billigeres. Punkt. So ist es, ja. Nicht bei uns, leider. Das ist halt als Deutschland nicht gerade im bevorzugten Sonnengürtel. Also wir haben die gleiche Sonneneinstrahlung wie Anchorage in Alaska zum Beispiel, ein Gefühl zu geben, ja. Aber da, wo die Sonne scheint und dort ist zum Glück auch genug Fläche da, aber in der Wüste lebt eben niemand, können sie spottbillig Strom machen, den sie dann irgendwie eben noch nach Europa bringen müssen, wo dann später wieder Wasserstoff ins Spiel kommt. Heute ist es die Silizium-Technologie, die wirklich spottbillig geworden ist. Die kommen das in ihre Grenzen. Das heißt, irgendwann ist man da in der Sättigung drin. Die können dann so 20% und mehr ist es nicht. Um da weiterzukommen, muss man sogenannte Tandemzellen bauen oder Trippelzellen. Das heißt, ich brauche verschiedene chemische Zellen übereinander, die das Licht bei verschiedenen Wellenlängen absorbieren und dann eben besser werden. Das möchte ich da noch zeigen, wie das geht. Aber zuerst einmal ein anderes Bild, was auch noch wichtig ist. Die Photovoltaik darf nicht nur an Gebäude, die muss quasi überall hin. Also jedes Elektroauto sollte eine Solarzelle auf dem Dach haben. Das reicht zwar nicht, das Auto anzutreiben, aber bringt eben auch übers Jahr hinweg einige zig Kilowattstunden, die man nicht irgendwie zur Steckdose tanken muss. Next Generation Dach-PV, also meine heute diese blauen, funkelnden Solarzellen auf den schönen roten Biberschwänzen, ist halt optisch eine Katastrophe. Ja? Lieber so eine Idee wie Tesla hat flächendeckend Solar aufs Dach, auch maßgeschneidert für jede Dachform, sieht dann ästhetisch gut aus, macht viel mehr Spaß, sowas anzugucken. Ja? Finden Sie zum Beispiel in Japan schon überall installiert. Die Japaner haben einfach so Dachpappedächer schwarz. Und darauf ist ein schwarzes, mattes Modul, das genau von der Größe angepasst ist. Sie sehen gar nicht mehr, ist es ein Dach mit Dachpappe oder mit Solar. Da muss man hinkommen. Und dann natürlich die Agri-Photovoltaik. Ich integriere quasi die Solarenergie in die Baumplantage rein, in den Weinberg. Sieht alles furchtbar aus. Wird sicherlich dann nicht einfach möglich sein, ist aber technisch machbar. Und wäre auch eine gute Idee. Also ich war, wie gesagt, 25 Jahre bei BASF. Mein Hauptwohnsitz, auch jetzt noch, ist an der Deutschen Weinstraße, umgeben von Weinbergen. Das Erste, was Sie da lernen, ist, der Weinberg ist ein kahler Acker von November bis Mai. Also ob es da Solar drüber hängt oder nicht, stört überhaupt niemand, ist sowieso nichts. Ja? Wenn Sie die Weinbauern fragen, was heute Probleme sind im Wein, dann sind es zwei Dinge. Es hagelt ständig, ist wirklich so, also Hagelschaden und Sonnenbrand, weil die Sonneneinstrahlung schon zu hoch geworden ist, gerade für Weißwein. Deckel drauf, Photovoltaik drauf, fertig. Ja. Also da ist wirklich Bereitschaft sogar da, von den Winzern da mitzuspielen, weil sie einen direkten Benefit haben und dazu eine jede Menge Geld verdienen können. Aber da geht es wieder natürlich Ästhetik und so weiter. Aber die Botschaft ist, wir müssen überall Photovoltaik hinknallen, wo es nur geht. Das ist die billigste Form der Energieerzeugung auch bei uns. Ist immer noch weniger sichtbar als ein Windrad. Ist also eine Aufgabe, die man machen muss. Und wir brauchen neue Chemie in Solarzellen. Und da hat sich vor ein paar Jahren, so vor 10, 12 Jahren, eine Technologie entwickelt, Perovskite. Lernt man hier auch als Chemiker und Anorganik, was es ist. Ist ein bisschen andere Struktur. Aber das war eine Sache, die jetzt vor 20 Jahren auch nicht gegeben. Da gab es Silizium, da gab es andere Technologien. Es gibt jetzt einmal Perovskite. Und das Schöne daran ist, die absorbieren das Sonnenlicht in einem Bereich, wo Silizium nicht absorbiert. Silizium ist hier und die Perovskite sind da. Das heißt, auf einmal kann ich einen Bereich vom Sonnenlicht noch mitnutzen von der Stromerzeugung, der mir bisher nicht zur Verfügung stand. Und kann, wenn ich das beides kombinieren kann, in der sogenannten Tandemzelle, kann ich dann wirklich die Ausbeute vom Sonnenlicht deutlich erhöhen, von 20 in Richtung 30%. Wie gesagt, es wurde schon diskutiert, Photosynthese ist 0,02%, irgend sowas, beliebig schlecht. 30% Sonnenlicht in elektrische Energie ist möglich. Wir haben erste Zellen am ZSW, die bringen es gerade 25%, schon mal ganz ordentlich. Nachteil sehen Sie hier, 0,5 Quadratzentimeter Fläche, ist nur a way to go, bis man das auf die große Fläche gezogen hat, aber das wird funktionieren. Und auf einmal sind Sie dann pro Quadratmeter 50% mehr Energieausbeute. Von 1,3 Cent je Kilowattstunde bei 0,9 Cent je Kilowattstunde in Saudi-Arabien. Also nur mal ein Gefühl zu geben, wo man da hinkommt. Und das Ganze können Sie, weil es Dünnschichtzellen sind, auch auf flexiblen Substraten machen, das berühmte Autodach, ja, wo so ein Dächlein über den Weinberg, der gar nicht so arg auffällt, hier gibt es Möglichkeiten, das Ganze zu machen. Da läuft sehr viel, nicht nur im ZSW, auf Fraunhofer, ISA in Freiburg, hier in Baden-Württemberg sehr aktiv. Natürlich die Chinesen, die da mit Milliarden Forschungsbeträgen reingehen, um ihre Solarenergie zukunftsfähig zu machen. Da werden wir noch einige positive Überraschungen sehen. Weil, wie gesagt, die Grundtechnologien sind da. Jetzt beginnt eben das, was so Platzwert in Tiers ist, aus 0,5 Quadratzentimeter, 5 Quadratzentimeter, 50, 500 zu machen. Und dann kann man in den Markt reingehen. Das zweite große Thema, was kommen wird, ist einfach Wasserstoff. Gibt es eine Wasserstoffstrategie in Deutschland? Wasserstoff soll kommen, wo immer er auch hingehen wird, in die Zementindustrie, in die Stahlindustrie, in den LKW mit Brennstoffzelle. Aber zuerst muss der Wasserstoff eben gemacht werden. Dazu braucht man Wasser, das gibt es in Deutschland ausreichend. Und man braucht dann Wasser
Elektrolyse, also Geräte, die Wasser spalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Die Geräte gibt es im Prinzip, aber die Geräte gibt es nicht. Made in Baden-Württemberg. Das soll sich ändern. Das ZSW hat ein großes Projekt, wo wir quasi versuchen, die vielen, vielen Mittelständler und größere Firmen wie Voith und Bosch und so weiter zusammenzubringen, nach dem Motto, fangt doch ihr bitte an, auch Elektrolyseure zu bauen. Warum ist das ein Thema? Weil es einfach gesetzliche Vorgaben sind. Wasserstoff wird kommen, da wird ein großer Milliardenmarkt entstehen für Firmen, die Anlagen bauen. Und wir bringen da quasi so als Spider in the Net die Firmen zusammen. Wir haben eine eigene Technologie entwickelt im ZSW, die wir lizenzieren, haben auch zwei Lizenzen jetzt schon vergeben. Also einfach Technologie in den Markt reinbringen, Firmen aktivieren, da Elektrolyseure zu bauen. Es sind recht große Kisten, die passen so in 40-Fuß-Container rein. Jetzt verschiedene Techniken. Wir machen die sogenannte alkalische Elektrolyse. Ist wenig wissenschaftlich hier, ist viel einfach Umsetzung. Aber das ist eben das, was das ZSW macht. Und die Botschaft ist, man kann die Technologie von uns lizenzieren, kostet eine 500.000 Lizenzgebühr oder sowas. Und dann habe ich ein System, das ich bauen kann. Also wir machen ein Angebot an die Firmen hier in der Region, in Baden-Württemberg darüber hinaus, um einfach da schneller in die Pötte zu kommen und mehr Wasserstoff machen zu können. Elektrolyseure muss man testen. Das tun wir im sogenannten Reallabor der Energiewende. Da gibt es nur eins in Baden-Württemberg, sehen Sie wieder. Baden-Württemberg nicht der Gewinner von der Aktion gewesen. Das steht am Oberrhein, also am Hochrhein sogar, ganz unten da bei Grenznachwilen an der Schweizer Grenze. Dort ist eine Plattform, wo man Wasserelektrolyse betreiben kann, kann man Elektrolyseure hinstellen, laufen lassen, die erzeugen Wasserstoff. Wasserstoff wird dann im Tank abgefüllt, das ist ein Tanklastwaggon, wird verteilt in Deutschland, in der Schweiz. Ist einfach eine Plattform, die man braucht, um mal so ein System ein Jahr lang laufen zu lassen, weil die sollen später mal 10, 12, 15 Jahre lang laufen. Und irgendwann müssen sie mal so ein Ding ein Jahr laufen lassen, um Daten zu haben, die sie Kunden zeigen können. Also Sachen machen wir quasi auch zum Thema Wasserstoffherstellung. Und dann, wie gesagt, Photovoltaik haben wir gezeigt, Wind haben wir gezeigt und das andere ist eben Batterien. Da sind wir ganz groß dabei hier am ZSW, aber auch in Verbindung mit Helmholtz-Institut. Maximilian schon gezeigt, die Batterien sind immer noch schneller billiger geworden, als man geglaubt hat. Das gleiche gilt, by the way, für Solarzellen und gilt für Windenergie und wird auch für alle zukünftigen Energietechnologien gelten, meiner Meinung nach. Sind immer schneller billiger geworden, als man gedacht hat. Tesla ist immer so ein bisschen vorne ran. Und es gab so ein paar Announcements in den letzten 12 Monaten, die für mich interessant alle mit schwarzen Folien gemacht wurden. Also die Zukunft ist schwarz oder eben nicht. Ja, eben nicht eigentlich, weil Tesla hat auf schwarze Folie gezeigt, wir kriegen da nochmal die Kosten 50% runter. Volkswagen auf irgendwie schwarz-grüner Folie gezeigt, was Tesla kann, können wir schon lange. Also ein klassisches Spiel der Platzhirsche. Und St. Warta auf irgendwelchen, also fast Universumsfolien, blau, ein paar Sternchen. Wir können auch nur in 6 Minuten schnell laden, by the way. Ja? So, wenn Sie das alles zusammennehmen, dann ist ja schon mal ganz gut Musik drin. Ja? Die Botschaft ist auch, die Lithium-Ionen-Batterien hat der Maximilian Fichten auch gezeigt, es geht immer weiter runter mit den Kosten. Ja? Nicht unbedingt Energiedichte, dauert es ein bisschen länger, also sie werden nicht unbedingt viel leichter und viel kompakter, aber kostenmäßig ist nur richtig Musik drin. Ja? Geht nur einiges. Und das ZSW ist da ein bisschen mit beteiligt. Also wir kümmern uns auch um kobaltfreie Kathodenmaterialien. Können wir produzieren. Also da ist kein Kobalt mehr drin, keine Kongo, keine Kinderarbeitsdiskussion. Das Kobalt ist dann nur noch in überall in Handys drin, die jeder hat. Da bleibt es eben drin. Vergisst man immer auch nicht mehr im Auto. Nickel runterholen. Wir wollen toxische Lösemittel rausschmeißen. NMP gibt es als Lösemittel, das immer noch verwendet wird. Blacklisted auf der europäischen Zulassung. Das wollen wir durch Wasser ersetzen. Oder die trockene Beschichtung, das ist quasi ein Riesen, wie soll ich sagen, so ein Extruder, der Lasagneplatten macht. Das ist das Tesla-Prinzip. Tesla möchte gar kein Lösemittel mehr einsetzen, aber da sind wir dran. Thema Recycling ist ein großes Thema. Batterien enthalten jede Menge Wertstoffe. Die Metalle kann man ganz gut rausholen. Was machen mit dem Graphit, der in Batterien drin ist, mit Kohlenstoff? Haben auch Projekte am Laufen. Also da ist sehr viel los einfach, um das Thema Batterien technisch voranzubringen und eben noch günstiger zu machen, noch effizienter und das Recycling wirklich hochzuziehen. Eine einzige technische Kurve habe ich, glaube ich, reingebaut, zeigt so ein bisschen, wenn ich dann so ein NCM811 für die Experten auch mit wässrigen Lack quasi beschichte, das ist im Prinzip fast so gut wie das heute eingesetzte extrem fruchtschädigende Lösemittel NMP. Also da gibt es Varianten, davon wegzukommen, da sind wir dran. Und rechts ist quasi nochmal die Tesla-Idee, wir machen gar kein Lösemittel mehr, wir machen quasi so Agglomerate und die werden einfach so ein Fleischwolf durchgenudelt. Und dann vorne kommen keine Nudeln raus, sondern Lasagneplatten. Die werden sofort auf Metallfolie drauf laminiert und fertig ist die Batterie. Also Tesla möchte so ein Konzept in Schwarzheide in Berlin bauen. Mal gespannt, ob es klappt. Ja. Aber was Tesla versprochen hat, hat irgendwann dann doch immer funktioniert. Vielleicht nicht immer auf ein Jahr genau, aber irgendwann eben doch. Und vor ein paar Jahren haben das, weiß ich auch noch, in den vielen Diskussionen, die BASF-Seite hatte mit BMW, Daimler, VW,
als sie zurückgelehnt, Tesla wird sicher übrigen, waren sie da ganz sicher, das wird alles vorbei in 5 Jahren. Ne? Hat sich grundlegend geändert, kann ich nur sagen. Ja? Also einfach diese Idee, da geht noch was. Ja? Was ich habe, kann ich immer weiter verbessern. Da sind wir noch nicht am Ende angekommen. Und die ganze Produktionstechnologie, die haben wir am ZSW vor 7 Jahren schon umgesetzt, in eine Forschungsproduktionslinie, FPL heißt das Ding. Dort wurden im Prinzip einfach automobile Batterien gebaut. Ich zeige mal so ein paar Impressionen. Also wir machen da richtig so eine Kleinproduktion, eine Batterie pro Minute, die hier so hängt. Ja. Im Moment ist es so, dass diese Art der Produktion, das Ganze zu wickeln, was wir so sieht, und dann quasi einzutüteln, ist nicht mehr so das, was die Industrie heute macht. Das heißt, wir müssen jetzt gerade umbauen. Wir tun das gerade, kosten es 12 Millionen, Zahl der Steuerzahler BMBF, dass wir wieder konkurrenzfähige Batterien dort bauen können, weil innerhalb der 7 Jahre alles veraltet ist, was wir damals als ganz neu State of the Art hingebaut haben. Also ganz schnelllebige Industrie. Und wer da einfach nicht aufpasst, ist dann irgendwann mal weg von der Fläche. Aber es gibt gute Nachrichten. Europa ist voll von Batterien, ja. Die Karte war vor 10 Jahren leer, die war wirklich leer. Als ich angefangen habe mit BASF, gab es in Europa nichts. Einfach nichts. Ja? Und jetzt reden wir über Überkapazitäten in Europa. Fantastische Entwicklung, ja. Warum ist es so? Warum kommen die ganzen Japaner und Koreaner und alle, warum kommen sie? Nicht freiwillig, sondern wenn wir zum Glück noch die OEMs hier haben, also eine Daimler, eine BMW, eine Volkswagen, die sagt, ihr kommt mal schön hierher. Dann klappt das Ganze, ja. Das hat bei anderen Technologien nicht funktioniert, also weiterhin die Handys werden eben nicht in Deutschland produziert. Ja. Die kommen immer noch aus dem Ausland rein, Kameras und so alles. Hat es nie mehr geklappt, das zurückzuholen, aber bei Batterien klappt es eben ganz gut. Also ist alles gut, alles in Ordnung, nicht ganz. Wo ist das Problem der Batterie? So, ich bin jetzt auch elektrisch unterwegs, habe ein schönes Elektroauto, ist hier gezeigt. Ja. 90.000 Euro, nur geleast, kann ich mir nicht leisten, keine Sorge. Aber damit fahre ich jetzt ein Jahr lang schon 30.000 Kilometer. Was sind die Erfahrungswerte? Laut Prospekt kann das Ding 470 Kilometer. Ja? So, ich lade immer voll, bis die Batterie voll ist. Mehr als 430 konnte ich gar nicht laden in das Auto. Schon mal interessant, ja. Also irgendwie habe ich keinen Knopf gefunden, wo man drehen kann. Das Auto kennt meinen Fahrstil. Der ist elektrokonform, nicht schneller als 120. Ja? Nicht stark beschleunigen, gemütlich cruisen auf der Autobahn. Dann kann ich maximal 430 laden. Wenn ich 430 geladen habe, dann fahre ich aber keine 430, sondern fahre eher so 375, 380. Wird immer ein bisschen mehr verbraucht, als der Computer vorausrechnet. Man bremst eben nochmal ab auf der Autobahn auch, muss so beschleunigen und so weiter. So, das Ganze ist schön. Es ist nämlich sommerreich, weil alles gut. So, jetzt kommt der Punkt vom 28.11.2021, letzten Sonntag. Musste ich wieder mal aus der Pfalz hierher fahren, 245 Kilometer, habe also meine Batterie vollgeladen, konnte aber nur 309 Kilometer laden. Ja, weil im Winter die Batterie abgeregelt ist. Sie sind abgeregelt, ich sage es nachher noch, geht einfach deutlich weniger. Und als ich dann gefahren bin, habe ich dann am Rasthof Gröbingen vom Drangenstein Hang die Nerven verloren, weil er hat nur 50 Kilometer Restreichweite angezeigt und es waren 45 mit dem Berg zwischendrin. Ich habe lieber mal ein bisschen nachgeladen. Ja? Also ein Riesenproblem der Batterien ist die Diskrepanz Sommer-Winter. Gibt es Gründe dafür? Ist nicht die Heizung im Auto, ist wirklich nicht die Heizung im Auto. Ja? Der Grund im Daimler ist, habe ich einmal nachgefragt, die Batterie wird geheizt. Die Batterie wird auf 25 Grad gebracht. Jetzt fragt ihr alles, warum das? Das ist ganz einfach, denn nur bei 25 Grad kann ich die Batterie schnell laden. Wenn die Batterie 0 Grad hat, ist Außentemperatur, dann kann ich die Batterie nicht schnell laden. Das heißt, ich würde dann vielleicht ein paar Kilometer weiterkommen, aber dann wäre ich lahmgelegt. Und wenn die Batterie aktiv geheizt wird, 25 Grad, kann ich mit 100 Kilowatt für die Experten laden. Klappt das sehr gut. 10 Minuten Gröbingen kurz nachgepumpt und war in Ulm. Alles gut, ja. Muss es aber wissen. Und wenn Sie so einen Porsche fahren, Porsche Taycan, was ich leisten kann, da wird die Batterie sogar auf 55 Grad vorgeheizt, bevor ich an den Schnelllader gehe, weil da lade ich mit deutlich höheren Leistungen. Also die Kälte ist der Feind der Batterie und die Kälte beginnt leider bereits bei 7 Grad bei dem Daimler. Und 7 Grad haben wir hier von Oktober bis April. Also im halben Jahr habe ich eine Reichweite von 260 Kilometer mit dem Auto. Im Sommerhalbjahr habe ich 360, 370 und ich sollte haben 470. Das ist ein bisschen das Problem der Batterie und es wird auch ein Problem bleiben in meinen Augen. Und wenn wir uns die Reichweite erhöhen und noch mehr reinstopfen, dann wird dieses Sommer-Winter-Problem bleiben. Und es muss man einfach sich klar werden, auch als Verbraucher, wenn ich Elektro umsteige, Sommer-Winter bitte ein bisschen anders planen. Man kann schnell laden, es geht alles gut. Ja, kostet zwar 79 Cent die Kilowattstunde, also schnell laden ist halt teurer Spaß, aber man kann damit vorankommen. Die Alternative ist halt immer dann die Brennstoffzelle, haben wir das mal auch schon diskutiert. Wir machen mit Brennstoffzelle auch was, und zwar ein Projekt, das heißt HiFab. Wir gucken uns im ZSW die Produktion von Brennstoffzellen-Stacks an. Hier sehen wir schon also so einen Roboter, der so Teile aufeinander platziert. Aufmerksame Mitarbeiter aus unserem Hause.
Die Brennstoffzelle ist eine Antriebsvariante des Fahrzeugs, außer der Batterie. Und es ist quasi ein Motor. Also eine Brennstoffzelle speichert keine Energie. Eine Brennstoffzelle erzeugt Energie, wenn ich Wasserstoff und Luft reinfahre. Ist so ähnlich wie Benzintank, ist ein Wasserstofftank. Brennstoffzelle ist der Motor. Elektroantrieb, eine Batterie zum Puffern. Ist soweit alles verstanden. Gibt auch jede Menge Prototypen. Und die Brennstoffzelle ist wie die Batterie modular aus immer gleichen Einheiten aufgebaut. Also Sie reden da im Prinzip über, was Sie oben sehen, so zusammengestackt, heißt auch Brennstoffzellen-Stack. Und das Ganze beginnt auch mit einem Katalysator im Nanometermaßstab, den man beherrschen muss. Und dann geht es immer Stufe höher, bis man am Schluss in eine Einheit rauskommt, die so 50 mal 20 Zentimeter, 50 Zentimeter hoch ist. So Größe von einem Handgepäckkoffer im Flugzeug, 450 Kilowatt Leistung. Also ganz ordentlich eigentlich. Und die Brennstoffzellenindustrie, die sich darum kümmern, die sitzen interessanterweise alle in Baden-Württemberg. Also über 80% der Firmen, die Brennstoffzellen machen, sitzen hier im Ländle oder in the land, wie es jetzt neudeutsch heißt. Ja. Und fängt in Ulm an mit Iveco, die Brennstoffzellen-LKWs machen. Die Teile davon kommen von Dana, Viktor Rheins aus Neu-Ulm. Geht dann über Bosch, geht über Ellering-Klinger, über Daimler, geht es hoch bis Freudenberg in Weinheim. Das sind Firmen, die alle Brennstoffzellen und Brennstoffzellenkomponenten machen. Das würde ich sagen, also Baden-Württemberg ragt da wirklich raus. Das ist so ein Pfund, das nur Baden-Württemberg hat in Deutschland, mit dem Baden-Württemberg es entweder wuchern muss oder eben sagt, ich glaube nicht dran, dann würde es auch nicht passieren. Im Moment glauben sie dran. Sollen es über 1 Milliarde Euro europäische Mittel ins Land, Bundesland fließen, dass man Produktionen aufbauen kann. Also tut sich gerade einiges. Wir sehen es aber bei uns, riesiges Interesse von der Industrie. Wir bauen unsere Kapazitäten ständig aus, wenn wir ständig Aufträge abarbeiten müssen. Und ein Projekt ist eben das HiFab-Projekt. Da wollen wir der Industrie ein bisschen zur Seite stehen im Ramp-up der Technologie, also von der Manufaktur in die Massenproduktion. Wir wollen nichts neu erfinden, außer Fragen klären. Brauche ich einen Reinraum? Brauche ich irgendwelche speziellen Luftverhältnisse? Kann ich mir eine große Fehlertoleranz leisten? Oder muss ich ganz präzise bauen? Solche Fragen wollen wir da beantworten. Und wir wollen auch eine Brennstoffzelle bauen, die jeder kriegen kann. Und wenn wir uns eine Brennstoffzelle kaufen wollen, kriegen sie mal gar keine. Alles geheim und Geheimhaltung und alles. Wir wollen eine Zelle bauen und Komponenten. Da können dann irgendwelche Unis, Fachhochschulen, Interessenten, Mittelständler, die einsteigen wollen, die fragen dann, was ist denn das? Könnt ihr mal so einen Teil in die Hand geben? Dann können wir das. Das sollte auch gemacht werden. Da sind wir dran. Ellering-Klinger, EKPO und Oettingen-Arns, wo das mal diese Bipolarplatte, also dieses Teil hier produzieren aus Metall. Und dann andere Komponenten sind wir noch dran. Und dann können wir da einfach nochmal Komponenten rausgeben für Interessenten, die da einsteigen wollen. Da bauen wir gerade ganz, ganz gewaltig. Hier sieht man unsere Lise-Meitner-Straße hin, unser Neubau. Was man hier sieht, so vorne in der Ecke ist unser Gaselager. Da kommen die ganzen Gastanks hin. Und hier drin mit der Photovoltaik in der Südseite ist Platz für 50 Brennstoffzellen-Teststände bis hin zur LKW-Größe. Also können wir richtig dann ganz groß testen, brauchen ein großes Gaselager. Werden hier auf der grünen Wiese in den nächsten 2 Jahren auch eine Wasserelektrolyse bekommen über die Stadtwerke Ulm mit Wasserkraft aus der Böfinger Halde unten, dass wir grünen Wasserstoff haben. Und dann werden wir hier ganz groß Brennstoffzellen machen. Hier sind die Büros. Und da vorne wird es einen zweiten Bauabschnitt geben, der im Februar der Spatenstich stattfinden wird. Also bauen wir gerade richtig groß an am ZSW, wenn wir einen Riesenbedarf einfach sehen. So, fassen wir mal ein bisschen zusammen. Was machen wir am ZSW? Und das sind alles Beispiele, die Sie übertragen können, um ein Gefühl zu geben, was da läuft im Moment. Und was unten steht, sei das Wichtigste. All diese Entwicklungen volle Kanne weiterführen, volle Kanne realisieren, alles parallel und alles ganz schnell in den Markt reinbringen. Dann haben wir eine ganz reelle Chance, da wirklich CO2-frei zu werden, weil die Primärenergieerzeugung über Wind und über Solar immer günstiger wird, weil die Batterien günstiger werden, die Speicherung wird günstiger, die Wandlung wird günstiger. Wie gesagt, Elektrolyse, Wasserstofferzeugung wird günstiger. Da sind wir dran. Und es ist die Aufgabe von allen hier, die Wissenschaft betreiben auf verschiedenen Ebenen. Und es ist die Aufgabe der Politik, das eben umzusetzen und auch eine Aufgabe der Bevölkerung, das zu akzeptieren, dass eben doch mehr Windräder her müssen, dass mehr Solar her muss, dass ich, wenn ich schnell lade, eben 80 Cent die Kilowattstunde Strom zahle, nicht 30 wie zu Hause, weil sonst rechnet sich so eine Investition gar nicht. Das sind alles Themen, die man einfach so berücksichtigen muss. So, jetzt habe ich gesehen, dass Axel Groß auch zum Thema Wasserstoff spricht. Ich habe noch ein paar Folien, die habe ich einfach mal durch. Da gibt es so viel zu erzählen. Also ich war lange bei der BASF und die BASF ist einer der größten Wasserstoffproduzenten in Europa. Also Wasserstoff ist mir persönlich bekannt. Viele kennen Wasserstoff nicht. Klar, kommt in der Natur nicht vor. Viele Elemente kommen so nicht vor. Ja. Und es ist aber die volumenmäßig größte Chemikalie der Welt heute. Ja. Viel größer als irgendwie Kunststoff, irgendwie sonstige Sachen. Wasserstoff ist die größte Chemikalie.
Ohne Wasserstoff kein Düngemittel, ohne Wasserstoff kein Benzin, Diesel. Wir würden mit dem dreckigen Rohöl fahren müssen. Ja, also nur dank Wasserstoff gibt es hochwertige Kraftstoffe, keine Chemikalien, keine Kunststoffe, keine Arzneimittel, also quasi nichts. Ja. Und Wasserstoff wird eben dort erzeugt, wo auch verbraucht wird, innerhalb des BASF-Werkszaunes, innerhalb des Zaunes der Raffinerie in Karlsruhe zum Beispiel. Deshalb sehen wir Wasserstoff eben nicht, deshalb ist die große Unbekannte. Aber nochmal zurückzukommen zum Anfang. Wasserstoff ist eben ein CO2-freier Energieträger. Und der andere CO2-freie Energieträger ist grüner Strom. Viel mehr fällt Kernenergie auch noch, will ja keiner mehr haben heutzutage. Aber deshalb bleiben eben die beiden übrig. Es gibt eine Farbenlehre vom Wasserstoff. Ja, es gibt pinken Wasserstoff aus Kernenergie. Es gibt grauen Wasserstoff mit CO2. Es gibt blauen Türkis. Und es gibt eben den grünen, den ich CO2-neutral aus Wasser oder aus Biomasse machen kann. Eine spannende Anekdote, das ZSW-Logo ist blau, das sehen Sie unten rechts, ja, weil früher war Wasserstoff immer blau, weil Wasserstoff von Wasser kommt. So, jetzt müssen wir eigentlich unsere Farbe leider ändern, ZSW Richtung grün, weil wir auch erneuerbaren Wasserstoff machen, aber geht nicht so einfach, wir bleiben beim Blau. Aber blauer Wasserstoff ist heute so ein Mittelding, so naja, nimmt man halt mal mit, möchten aber nicht haben. Also auch so Dinge können passieren im Laufe des Lebens, ja. Wasserstoff ist eben gut für alles, ist der Vorteil. Elektrischer Strom und Wasserstoff kann alles bedienen. Das ist das Schöne dran. Und Sie können Wasserstoff im Flugzeug betreiben. Der Josef Kallo, Professor in der Uni Ulm, der hat sich ja freistellen lassen, hat seine eigene Firma aufgemacht, 70 Millionen Venture Capital reingeholt und baut jetzt 40 Sitze auf Basisbrennstoff zu seinen Wasserstoffflugzeuge. Ja, geht. Wasserstoff für die Industrie, Zement. In Ulm wurde der Zement erfunden. Hier haben wir Schwenkzement. Wir haben Heidelberg-Zement, wo die Familie Merkle beteiligt ist. Hier ist so das Zementzentrum von Deutschland. Hier müssen wir das Thema Zement angehen mit Wasserstoff. Düngemittel Stahl ist eher so ein Nordrhein-Westfalen-Thema. Überall kann Wasserstoff helfen. Und Wasserstoff kann eben vor allen Dingen fluktuierende Stromerzeugung auspuffern. Das ist das Schöne dran. Das ist eigentlich der Charme von Wasserstoff. Strom ist immer was, was so ein bisschen im Laufe des Tages schwankt. Aber wenn Sie mal in Richtung Heizenergie gehen, Erdgas, die Spreizung Erdgas, Sommer, Winter ist Faktor 10. Im Winter verbraucht Deutschland 10-mal mehr Erdgas als im Sommer. Das müssen Sie irgendwie bedienen können später mal mit einer gespeicherten Energie, weil Sie können nicht vermutlich 10-mal mehr Strom machen ad hoc. Also da kommt der Wasserstoff wieder rein. Wasserstoff lässt sich gut transportieren. Also das Pipeline-Netz, Erdgasnetz, wenn man das umbaut, kann man fast einen Wasserstoff hin und her schieben, den man so hat. Und Sie sehen heute schon, die deutschen Gasspeicherkapazitäten sind 3 Monate. Also Deutschland hat Erdgas gespeichert für 3 Monate und hat Strom gespeichert für 36 Minuten. Strom ist immer gut. Der einzige Nachteil des Stroms, der muss erzeugt und verbraucht werden, mehr oder weniger zur gleichen Zeit. Und mit heute mit Erdgas, Erdöl als Speicher, später mit Wasserstoff als Speicher, können Sie eben da dieses Speicherproblem lösen. Nochmal zurück zu den Entstehungskosten. Schöne Weltkarte. Je roter, umso günstiger. Also ganz dunkelrot ist 1,6 Cent je Kilowattstunde, quasi für die Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff. Und Sie sehen schon, dass große Teile der Welt wirklich das Potenzial einfach haben, primär über Solarenergie. Deutschland leider nicht, ja, ist so ein bisschen so im dunkelblauen Bereich drin, wie Japan. Deutschland und Japan sind so die Benachteiligten. Der Rest kann da sehr weit kommen. Die schwarzen Striche hier, by the way, sind die heutigen Ölversorgungsrouten. Wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie, dass Deutschland eigentlich kaum Öl aus Saudi-Arabien bekommt, mehr aus Aserbaidschan, Norwegen, UK noch. Und also später können eben diese Routen auch umgebaut werden für Wasserstofftransport. Komme ich aber nachher nochmal drauf. Wichtig ist, Wasserstoff kann eben über die ganze Welt geschippert werden. Wasserstoff kann als Wasserstoff, als Methanol, als Ammoniak, gibt es ein paar chemische Umwandlungsprozesse, müssen wir da diskutieren, aber Wasserstoff könnte eben das sein, was heute Erdöl ist, irgendwas, was von A nach B geschippert werden kann. Bevor wir aber schippern, gucken wir lieber, was wir hier in Deutschland machen können und gucken lieber mal, was wir im näheren Umkreis machen können. Denn der Grund ist relativ einfach. Der Transport in Pipelines ist die wirtschaftlichste Form des Wasserstofftransports in der Größenordnung bis 3000 Kilometer. Das habe ich hier ein paar Mal in konzentrische Kreise mal gezeichnet um Ulm herum. Ja. Mit 2000 Kilometern ist man schon in Nordafrika angekommen. Also wenn ich dann eine Pipeline baue nach Marokko, und da gibt es auch Projekte, wo der Rademacher was dazu erzählen, der leitet ja so ein Projekt, habe ich schon mal eine Chance, Wasserstoff im Prinzip über Pipeline nach Europa zu bringen. Wenn ich es über Schiff mache, so ein Schiff, haben wir nachgeguckt, von Marokko nach Italien fährt 13 Stunden, also im Tagesrhythmus könnte ich da auch ein paar Schiffgröße Mengen Energie nach Europa reinbringen, die unserer Meinung nach von ZSW, wir machen dafür Systemanalyse, Auswertung, einfach gebraucht werden. Wir werden nicht in Europa alles selber machen können, wir können aber viel Strom selbst machen, wir können im Süden Europas über Photovoltaik viel Wasserstoff machen und wir können im Norden über Wind eben auch viel Wasserstoff machen und eben dann transportieren. Sie wissen ja auch, es gibt Pipelines, Erdgas-Pipelines von der Ukraine nach Europa rein. Die gehen bis nach Burghausen.
am Inn nach Bayern, die Herr Putin nicht mehr bedienen möchte, aus politischen Gründen. Spendieren wir den Ukrainern ein paar tausend Windräder, dann können sie Wasserstoff machen und herschippern. Ja? Dann haben wir schon mal die Pipelines genutzt, die einfach schon da sind und umgewandelt. Die Kosten kann man ziemlich gut rechnen, das ist gar nicht so prohibitiv. Also Wasserstoff angelandet in Europa aus verschiedenen Regionen, hier ein paar Beispiele gerechnet, ist heute, wer ist denn, wenn man so durchsimuliert mit Transportkosten, mit Umwandlung, mit allem, egal ob es über Ammoniak läuft, über organische Carrier oder über Flüssigwasserstoff, in der Größenordnung $3 bis $4 pro Kilogramm. So, was heißt das ganz einfach? Ein Brennstoffzellen-Pkw braucht 1 Kilogramm Wasserstoff pro 100 Kilometer. Dann haben Sie $3 bis $4 pro 100 Kilometer quasi, was Sie vom Kraftstoff bezahlen müssen, ohne Steuer, ohne alles. Wenn Sie heute Erdöl nehmen, das Barrel ist gerade $80, das heißt Liter ist bei 40 Cent. 6 Liter von Diesel sind Sie bei 2,40, ja, die Sie zahlen müssen. Also sind nicht mehr so weit weg von den Kosten. Also Wasserstoff ist ja kostenmäßig auch möglich. Also wenn Sie mit Strom und schnell laden, dann fahren Sie viel teurer als so. Aber wie gesagt, die Botschaft ist einfach, Wasserstoff unserer Meinung nach wird notwendig sein. Deutschland wird nicht genug erzeugen können, auch Europa nicht. An Strom, wir müssen ein Speichermedium haben für Sommer, Winter, Tag, Nacht, für das fluktuierende Stromnetz. Das kann Wasserstoff leisten, auch kostengünstig langfristig, weil, wie gesagt, unter 1 Cent je Kilowattstunde Strom. Ja? Wunderbar. Und die Saudi-Arabier, die fangen auch schon an zu bauen im Gigawatt-Bereich. Die fangen jetzt schon an, die Kapazitäten hinzustellen. Die Holländer fangen an, die Abnahmestationen zu bauen für Wasserstoff. Das tut sich was. Ja. Vielleicht nicht gerade in Baden-Württemberg leider, aber in anderen Regionen Europas geht es da richtig schön zur Sache. So, und dann machen wir noch mal kurz zwei Folien zum Schluss. Förderpolitik in Deutschland. Spiegel hat mal gefragt im August, was hätten die Deutschen gerne gefördert im Bereich Mobilität? Wo soll also was passieren? Das wird CO2-frei werden, das ist die Antwort. ÖPNV, ganz wichtig, ganz klar. Dann kommt überraschenderweise Brennstoffzellenautos auf Platz 2. Dann kommt der Fernverkehr, also pünktliche ICEs in Ulm, wäre eine schöne Sache, kann ich auch ein Lied davon singen. Und dann kommen schon die E-Bikes, das Lastenrad, Auto, Batteriefahrzeug, eigentlich relativ weit abgeschlagen. Das ist der Wunsch der Leute im Moment, was kriegen sie? Also ÖPNV-Ausbau schwierig, schleppt sich, Fernverkehr-Ausbau, 10-Jahres-Projekte. Batteriefahrzeuge sind da, werden vermehrt kommen, weil die Autoindustrie ihre CO2-Emissionen senken muss. Und Brennstoffzellen kommen das eher im Bereich der LKWs mal am Anfang. Du musst mal gucken, wie das langfristig weitergeht. Das ist der Wunsch der Bevölkerung. Wie fördert der Staat? 3 Beispiele. Braunkohlebagger, Plug-in-Hybrid und Wasserelektrolyse. Ganz interessant, also Sie können schon ahnen, dass da was ein bisschen wird rauskommt in der ganzen Geschichte. Wie fördert der Staat die Kohle? Rund um die Uhr. Also alles, was im Moment aus Kohle zum Boden geholt wird, ist subventioniert in Deutschland. Und wenn der Braunkohlebagger dann ab 2038 oder 2030 nicht mehr baggern wird, wird es immer noch 40 Milliarden geben, die in die Kohlereviere fließen, quasi um damit irgendwie nicht nur Löcher zuzuschütten, sondern auch Industrie anzusiedeln. Also der Kohleausstieg kostet uns richtig, richtig viel Geld, also 40 Milliarden plus eben die ganzen Subventionen, die jetzt schon laufen. Wie sieht es im Bereich Batteriefahrzeuge aus? Das ist sehr viel diskutiert. Plug-in-Hybride, also Kombination Verbrenner und Batterie, werden voll gefordert. Direkte Kaufprämie bis zu 6.000 Euro, 5.600 Euro. Und wenn Sie einen Dienstwagen haben, Plug-in-Hybrid, müssen Sie nur die Hälfte versteuern. Das ist ein Top-Angebot. Ja? Also dann haben Sie so 100 Euro im Monat zu versteuern, sind Sie mit 50 Euro, gehört Ihnen das Auto im Monat. Unschlagbar, machen alle, meine Ex-Kollegen BASF, alle. Ja? Einfach so, würde Gesetzgeber, hat es so eingerichtet, ist so zu haben. Und dann müssen Sie gar nicht elektrisch fahren, ist ja der Trick dabei, Sie haben einen Verbrenner. Also da kriegen Sie eine Tankkarte von der Firma, können also den Sprit, den Sie tanken, zahlt die Firma, den Strom, den Sie tanken, müssen Sie selber zahlen. Also die Motivation für den Dienstwagenfahrer Plug-in-Hybrid mit eigenem Strom zu tanken ist null. Und wenn er es mal macht, dann muss er nicht mal grünen Strom haben. Da steckt halt ein, was gerade kommt. Ja, heute ist er eher grau. So läuft das. Ja, ist aber staatlich, das ist so gefordert. Warum? Weil sich Bundesregierung und die Automobilkonzerne nie richtig wehtun. Das ist auch ganz klar. Das wird auch so gemacht. Aber ich sage es euch nachher, ich finde es gar nicht so schlecht, weil was im Moment beim Wasserstoff geplant ist, ist das Gegenteil. Da will man es jetzt richtig machen. Sagt, Wasserstoff muss 100% grün sein. Das heißt, wenn ich dann Elektrolyse habe, dann muss ich im 15-Minuten-Takt nachweisen, dass ich nur grünen Strom einsetze. Also wenn das Windrad da mal steht, steht meine Elektrolyse. Ja? Und ich kriege maximal 5.000 Stunden im Jahr gefordert von den 8.600 Stunden. Ist irgendjemand eingefallen, so eine Zahl halt. Ja? Also sprich, wenn ich jetzt, wir in Ulm, wir kriegen eine Wasserelektrolyse, wir haben zum Glück das Wasserkraftwerk Böfingen-Heide da unten, das der SDU gehört, die bringen uns den Strom direkt ohne Zuschläge. Und das Wasserkraftwerk läuft zum Glück auch 8.600 Stunden im Jahr, sodass wir einen Vorteil haben. Aber
Wenn das so bleibt, dann werden die Plug-in-Hybrids weiterhin wie verrückt gekauft werden und auf Benzin und Diesel fahren. Und Wasserstoff wird es einfach nie machen. Nicht in Deutschland. Anderen Ländern um uns herum, überall, aber halt nicht in Deutschland. Ja? So ein bisschen die deutsche Förderpolitik. Immer spannend, aber Förderpolitik wird maßgeblich die Energiewende entscheiden. Machen wir uns nichts vor. Machen wir uns überhaupt nichts vor. Ja? Also da gibt es noch viel zu tun und sind mal gespannt, was die neue Bundesregierung jetzt hinbringt. So, und damit sind wir auch fertig mit einer Zusammenfassung, die ich ganz positiv sehen möchte. Die Energiewende ist möglich, aber nur, wenn es von Ende her geplant wird. Das heißt, für mich immer Strom und Wasserstoff werden wir übrig haben. Das reicht auch aus. Lasst uns da von hinten her mal denken, was es heißt, was geht wo rein, was können wir wie auflegen, was müssen wir machen. Wir müssen unpolitisch und wissenschaftlich-technisch rangehen. Also wir, so die Wissenschaftler, Maximilian und ich, wir übernehmen dann die Rolle der Virologen der Energiewende, irgend sowas. Ja, wenn wir dann quasi dann beraten, zur Seite stehen, aber man hat es leider auch gesehen, dass die Virologen auch nicht so richtig gehört wurden in Corona bisher. Also die Frage ist, ob wir es machen wollen, aber klar, wir wollen es schon machen. Und wir müssen alles, was da ist, parallel intensiv bearbeiten, umsetzen. Dann geht das, dann ist es machbar. Aber es ist mehr als eine wissenschaftliche Spielwiese. Die Bevölkerung hat ein Recht auf erschwingliche Energie. Und ich denke, wir haben allen Recht darauf, unseren Lebensstandard zu halten. Also ich möchte niemanden zwingen, nicht mehr fliegen zu wollen, weil es einfach dann es nicht mehr geht oder irgendwie eine kleine Batterie, weil wenn nur das Sinn macht, alle 100 Kilometer zu laden. Ich möchte das nicht. Ich möchte dann den Lebensstandard erhalten mit günstiger Energie, die wir langfristig auch wirklich haben werden. Wir werden langfristig, persönliche Meinung, in billiger grüner Energie auf der Welt ersaufen. Punkt. Ja, unter 1 Cent pro Kilowattstunde, Wüstenflächen ohne Ende. Weltweit wird es ein absolutes Traumland werden in 50 Jahren. Bis dahin gibt es ein paar Stolpersteine. ZSW macht auch ein bisschen mit in der ganzen Sache. Also wir können nicht alles machen, würden wir gerne, aber ein paar Ecken arbeiten und mit, haben wir Ihnen gezeigt. Ist auch hier am Helmholtz-Institut, die Fachhochschule, Uni. Jeder macht da mit und jeder hat Spaß dran. Und ich glaube, es ist eine Ehre für uns alle, mittelalte Wissenschaftler, dass wir nochmal eine Chance haben, so in der dritten Lebenshälfte so nochmal zu einem heißen Thema mitarbeiten zu dürfen. Für mich ist es zumindest so. Es wird viel zu tun geben. Im Englischen heißt es, was uns bevorsteht, Bumpy Road. Da wird es noch ein paar Verwerfungen geben, ein paar Hiccups. Aber wir schaffen das. Ich bin da wirklich überzeugt davon. Und die beste Botschaft steht hinten dran, diesen 5 Worten. Wenn wir das mal haben, diesen letzten großen Entwicklungszyklus in den nächsten 30, 40 Jahren mal durch sind, dann sind wir CO2-neutral. Dann sind wir da, wo wir eigentlich als Menschen irgendwo immer mal hinkommen. Warum leben Menschen in Ulm? Weil sie in der Steinzeit mal gelernt haben, CO2 zu emittieren, sprich das Feuer zu nutzen. Ja? Und das wird es hier niemand geben. Und das müssen wir alles ganz abstellen. Wir können es machen, es gibt noch viel zu tun. Ein paar Eigen habe ich gezeigt und dann sind wir fertig. Und ich glaube, das ist genug Motivation für alle, dann nochmal Schippe draufzulegen, mitzumachen. Das war es von meiner Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel erschlagend auf Sie eingeredet. Ich hoffe, ich habe ein bisschen trotz allem Optimismus mitgegeben, den ich persönlich in mir trage. Uns macht es allen riesen Spaß, da mitarbeiten zu dürfen an diesem großen Thema, so ein bisschen was Gutes zu tun. Es ist möglich. Es ist möglich. Wir müssen es nur richtig und intensiv machen. Jeder muss ein bisschen Beitrag leisten. Jeder muss ein bisschen was rausschwitzen. Ein bisschen müssen wir alle schon da Wort noch spüren. Aber dann sind wir fertig. Vielen Dank. Thank you.